Yo Leute, herzlich willkommen zurück zu Resident Evil 2. Bevor ich mich jetzt dem Speedrun mit Leon widme, würde ich ganz gerne noch ein, zwei Trophäen verdienen. Und eine Trophäe besteht darin, diesen Boss mit Claire zu besiegen, während noch mindestens 4 Minuten bei dem Countdown-Timer verbleiben. Und das Gute ist, guckt euch das mal an. Obwohl es nicht angezeigt worden ist im letzten Part, habe ich es geschafft, mir die Minigun mit unendlicher Munition zu verdienen. Fuck yeah! Oh, es hat sich gelohnt. Es hat sich zu 100% gelohnt. Deswegen, das Ding habe ich mir eingesteckt und mit unendlich viel Munition sollten wir in der Lage sein, das Viech recht fix zu erledigen. Na, komm mal runter. Nein. Oh, wow. Wie bin ich dem jetzt ausgewichen? Ich weiß es selbst nicht. Oh! Geil, man kann ihn runterballern. Wusste ich gar nicht. Ach. Das ist ja großartig. Ich wusste gar nicht, dass man ihn beim Hochklettern runterballern kann. Das ist ja herrlich. Welche großartige neue Welt bietet sich mir hier. Oh, wunderschön. Oh. Geil. Na, 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 na. Oh, fühlt sich das gut an. Ihr glaubt gar nicht, wie geil sich das anfühlt. Claires beste, stärkste Waffe so lange benutzen zu können, wie wir wollen. Was ein Luxus. Hau ab. Jetzt schon? Jetzt schon sind dir die Augen ausgegangen? Och, Kollege, das ist ja enttäuschend. Oh. Bisschen Kämpfergeist hat er noch, den treiben wir ihm aus. Bam! Und wir bekommen die Trophäe locker Zeit. Sehr gut. Bam! Ja, ich habe jetzt einfach meinen Spielstand von meinem ersten Spieldurchgang noch einmal geladen. Oh, da war ich zum Glück kurz davor, diesen Boss herauszufordern. Und in der Itembox habe ich dann nachgeschaut und siehe da. Da hat schon die Überraschung auf mich gewartet. Oh, wisst ihr was? Jetzt habe ich sogar noch Bock, den finalen Boss von der B-Kampagne damit niederzumetzeln. Oder sollte ich mir das lieber für den Leon-Durchgang aufsparen? Na, jetzt schon einmal. Komm, ich will auch mal einen Spaß haben. Dass ich diesen Mistkerl jetzt auch schön in die Mangel nehmen kann. Einfach draufhalten. Immer Druck. Davon abgesehen, das sieht echt eklig aus mit diesem Effekt. Das haben die echt krass hingekriegt. Als ob er den Zug selbst infizieren würde. Guckt euch das an. Also. Unfassbar ekelhaft. Und vor allen Dingen, man sieht auch noch, wie er sich permanent weiter ausdehnt. Man sieht ihn beim Wachsen zu. Das ist richtig ekelhaft. Grandiose Arbeit. Wirklich grandios. Komm schon. Ich wollte schon sagen, ey.
Wenn ich dich mit der Minigun nicht niederkriege, dann ist das ja schon ziemlich falsches Marketing von der Waffe. Ja? Hätte mich jetzt stark gewundert. Okay, supi. Das hätten wir abgehakt. Dann gibt es noch einen weiteren Modus, den wir durchspielen können. Naja, C-Rang ist mir egal. Und zwar haben wir ja freigeschaltet The Fourth Survivor, der vierte Überlebende. Ah ja, runter mit dir, Konzeptgrafik G-Phase 4, locker Zeit, Figur G-Phase 4. Jawoll. Ah, runter mit dir haben wir wahrscheinlich dafür gekriegt, dass wir ihn beim Hochklettern runtergeballert haben. Das ist echt, das hat mich überrascht, hätte ich nicht erwartet, dass das geht. Aber schöne Sache. Genau, hier haben wir's. Und wir haben auch The Ghost Survivors. Genau. Das hier sind DLC-Sachen, die wir... Ja, ich weiß nicht, ob wir sie nach dem Hauptspiel machen oder jetzt mittendrin. Na komm, nee, die fügen wir... Die mache ich lieber am Ende. Jetzt mache ich erst einmal The Fourth Survivor. Schnellste Zeit. Scheint ein Zeitmodus zu sein. Umbrellas private Spezialeinheit USS greift das geheime Labornest an. Also kein Testament. Die Soldaten der Einheit schauen einen der Männer an und lachen. Egal, wie schwer die Mission ist, wir überleben. Und selbst wenn die ganze Einheit draufgeht, er kommt immer zurück. Der Gevatter Tod der USS. Damals lachten alle über den gruseligen Spitznamen wie über einen schlechten Witz. Aber jetzt ist nur noch er übrig. Der den Gestank des Todes kennt. Ja, weiter konnte ich jetzt nicht laut vorlesen. Kann ich mir schon denken. Ja. Hallo, Hank. Das war doch sein Name, oder? H-O-N-K. Nighthawk hier. Bitte komm in Alpha. Alpha, hört ihr mich? Nighthawk. Hier Hank vom Alpha-Team. Ja, Hank. Mann, dachte schon, ihr wurdet komplett ausgelöscht. Hab versucht. Ich bin an Punkt K12. Brauche Infos zu meiner Evakuierung. Schätze, Gevatter Tod ist nicht unterzukriegen, was? Die Koordinaten. Locker, Mr. Tod. Bin unterwegs zum Haupttor des RPD. Sammle dich da ein. Roger. Okay, ich fange in der Kanalisation an und muss mich jetzt bis zum RPD vorschlagen. Interessant. Problem ist, ich komme irgendwie jetzt schon nirgendwo weiter. Soll ich das hier irgendwie irgendwo wegsprengen? Wow, ach, ich soll hier runter. Ja, sag mir das doch mal einer. Was habe ich denn alles hier? Alter, ich kriege hier ja richtig den Arsch voll mit Munition. Das ist ja nice. Eine LE-5 Maschinenpistole mit 32 Schuss. Aufschießende Waffe mit hoher Präzision. Shotgun. Zwei Pistolen. Ah ne, eine Pistole, eine Magnum. Krass. Großes Schießpulver und hochwertiges Schießpulver. Kann ich scheinbar kombinieren, wie ich möchte. Alter. Das ist ja schon... Nicht übel. Hätte ich nicht gedacht. Ich würde sagen, ja, richtig. Wieso ist der wieder am Leben? Will mich verarschen? Ach, scheiß doch der Hund drauf. Was war das denn jetzt für ein Bullshit? Oh, ah, du bist beschäftigt. Ich störe dich mal nicht weiter. Sollte ausreichen, um hochzuklettern? Ja, passt. Hoffentlich kriege ich im Laufe dieses Runs noch Munition zugesteckt. Oh, 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 oh! Ey, 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 ey! Woo! Bye! Aber ich habe jetzt Schwein gehabt. Alter, wollt ihr mich verarschen? Jesus.
Du Sau! Alter, wie viele Hunde hier rumlaufen. Seht ihr das? Wow, ernsthaft? Die Hunde sind nicht geblendet? Die haben doch auch Augen. Boah. Ja, noch bin ich auf Warnung. Passt also noch. Nein! Das gibt's nicht! Mieses Stück! Weg! Ich hoffe, ich brauche jetzt keine Schlüssel. Sonst wäre ich eigentlich jetzt nach links gelaufen. Okay, für Shotgun und für alles andere habe ich keine Muni scheinbar. Wieso kann ich hier nicht runter? Wollte schon sagen. Oh, hier muss natürlich der Schalter erst. Wie, der Schalter geht nicht? Soll das ein Witz sein? Ja. Läuft. Shit. Wo soll ich denn dann lang? Ja, ach, wo kommst du denn her? Oh. Hoppala. Ich habe vergessen. Hoppala. Ich habe vergessen, mich zu heilen. Hätte ich eigentlich direkt machen sollen. Ups. Oh Mann, ey, aber wie soll ich denn dann sonst vorbeikommen? Alles klar, noch einmal von vorne. Dieses Mal werde ich versuchen, an so vielen Zombies wie möglich vorbeizulaufen. Das wird jetzt erstmal meine Prämisse sein. Mal gucken, ob ich die durchhalten kann. Moment, okay. Nein! Shit! Hat ja schon mal gut funktioniert. Egal. Ach komm! Mist. Ich habe darauf gehofft, dass er nach einem Kopfschuss bereits zurückweicht. Na egal. Lass ich halt das Messer zurück. Ich werde sowieso nicht großartig Zeit haben, Gegner zu messern, denke ich mal. Ich meine, ich habe ja gesehen, was für eine Masse an Gegnern mich hier erwartet. Ganz ehrlich, da werde ich den Teufel tun und großartig in deren Nähe bleiben. Ich versuche einfach durchzusprinten, so gut es geht. Munition scheint es hier auch überhaupt gar keine mehr zu geben. Dementsprechend ist es auch unnötig, hier zu suchen. Ich meine, guckt euch mal an, wie viel wir im Inventar haben. Ich denke mal, das sollte reichen. Ach komm. Nein! Shit! Weg! Scheiße. Ah, ich bin erst auf Warnung. Na, super. So, bitteschön. Ist mal eine Granate. Wiedersehen. Ich wollte schon sagen, wie lange braucht sie, bis sie losgeht. So. Ja. Nee, nee. So. Ich wollte nur, dass er zusammenzuckt. Nein. Ach, das gibt's nicht. Was? Wollte mich eigentlich verarschen. Ich wollte schon sagen. Operation durchsprinten. Ach Leute. Operation durchsprinten hat er jetzt schon einige Verluste hinnehmen müssen. Aber dafür habe ich wenigstens Munition gespart. Ich glaube, mit der Pistole auf die Zombies zu ballern, ist gerade bei solchen Szenarien etwas ungünstig. Hallo. Oh, oh, nein! Ist mal eine Granate. Oh, dass hier ein zweites Viech auftaucht, wer ahnt denn auch mit sowas?
So. Ich hoffe mal, ich bin noch auf dem richtigen Weg. Bye bye. Yikes. Okay, okay. Oh, Schwein gehabt. Ich denke mal, genau, hier war ja der Aufzug. Ich dachte mir schon, wenn ich den einen Weg nicht lang gehen kann zum RPD hoch, dann muss ich diesen Aufzug nehmen. Eine andere Möglichkeit gibt es ja nicht mehr. Okay. Läuft doch schon mal. Operation durchsprinten, bislang ein halbwegs guter Erfolg. Alter, verpisst euch alle. Verzieht euch. Okay, hoch zum Aufzug. Och nö, ich kann ihn nicht benutzen? Was? Wie soll ich denn sonst da vorbei? Okay, Gott sei Dank sind sie nicht mir hinterhergelaufen, die Treppe hoch. Habe ich nochmal Schwein gehabt. Shit. Wie soll ich denn sonst dann da durchkommen? Fuck. Oh nein. Du Drecksvieh. So. Das erledige ich lieber. Ah, vielleicht hätte ich lieber die Shotty benutzen sollen. Egal. Hau ab. Bye. Das ist das Schöne. Während die noch ihre Aufstehanimation haben, kann man schön an denen vorbeilaufen. Das ist praktisch. Soweit so gut. Wie sieht's von den Heil-Items aus? Ich habe noch ein bisschen was. Ich habe noch drei Handgranaten. Sollte ausreichen, hoffe ich. Ja, genau. Huhu. Direkt die Kurve nehmen. Oder die Kurve kratzen, besser gesagt. Och Leute, ey, dieses synchronisierte Aufstehen. Sind wir in einem Michael Jackson Musikvideo? Was soll denn das? Nein. Sack es. Nein. So, genießt die Granate. Die reicht für euch alle. Jawoll, ja. Oh, oh. Nein. Verzieh dich. Nein. Scheiße. Ah, nee, den Schlag nehme ich. Den Schlag nehme ich an, ist mir jetzt wurscht. So. Fuck. Okay, nachladen wäre besser. Yay, ich bin jetzt wenigstens im RPD gelandet. Nein! Wollt ihr mich verarschen? Wo kommt der denn jetzt her? Ach du mieses Stück Scheiße! Ach Gott, wie ich dich gerade hasse! Oh, natürlich ist die Tür zu. Das war ja klar. Hi. Oh nein. Nein. Ah. Okay, nein. Mit dem Typen hinter mir lieber die Granate. Bye, bye. Och Leute, was ist denn hier los? Seht ihr das? Die Türen nach oben sind verrammelt. Verpiss dich. Das war viel zu knapp. Nein. Ach nein. Dumm. Das war... Oh, wollte ich eigentlich gar nicht. Scheiße. Ach Dreck. Jetzt habe ich gar keine Granaten mehr. Das ist schlecht. Aua. Okay. Hauptsache er zuckt zusammen. Ich glaube, übers Treppenhaus hinaus folgt er mir nicht. Ja, richtig. Kommt er mir noch mal entgegengesprintet? Ach, ist das ein Arschloch? Nein, 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 das gibt's nicht. Oh, seid ihr scheiße. Ach nein, jetzt habe ich das falsche Ding benutzt. Ich habe gar kein gemischtes mehr. Ach Gott, ist das gerade schlecht. Oh. Gerade echt maximal beschissen. Och nee, nee, jetzt nicht wirklich.
Scheiße. Oh. Hau ab, hau ab. Oh nein. Oh, weg, 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 weg. Weg. Shit. Okay, habe ich noch ausgehalten. Hank, der läuft auch über den Schmerz hinaus. Go, go, Hank. So, da gehe ich jetzt kein Risiko ein bei dem Hund. Ach, Drecksack. So, shit. Nein! What? Oh ja, genau. Umarm mal deinen Zombie-Kollegen. Ich glaube, der hat's nötig. Och nö! Oh, shit. Das war knapp. Bitte geh nicht die Treppe rauf. Bitte geh nicht die Treppe rauf. Fuck. Okay. Nein! Was ist das? Ich habe keine Ahnung was, aber... Oh. Boah. Einfach mal reaktionsmäßig drumherum... Nein! Ich kann dich doch nicht einfach... Überleben. Shit, shit, shit! Nein, das gibt's nicht! Bin ich jetzt ernsthaft verreckt? Dammit! Oh, wie weit hätte ich's noch gebraucht? Oh, scheiße. Erneut versuchen, ja. Muss ich wahrscheinlich wieder ganz von vorne anfangen, oder? Shit. Wie weit wär's noch gewesen? Ich hab keine Ahnung. Ich gehe jetzt mal stark davon aus, ich hätte jetzt die Feuertreppe nehmen müssen. Irgendwie so. Puh. Alter, ey, diese ganzen Barrikaden, die da auf einmal kommen. Und diese Masse an Infizierten, das ist unfassbar. Ich bin an ja, geil, ganz von vorne. Okay, super. Wisst ihr was? Ich werde da noch einmal einen Schnitt setzen, bis ich wieder an der gleichen Stelle angelangt bin. Okay, ich bin jetzt ungefähr wieder an der Stelle. Ich habe sogar ein kleines bisschen mehr an Zeug zusammengespart. Fragt mich nicht, wie ich das hingekriegt habe. Ich habe es einfach gemacht. Und wisst ihr was? Ich kombiniere das Ganze jetzt zu Flintenmunition rum. Weil ich glaube, die Schrotflinte ist jetzt gerade mein bester Freund. Bye, bye. Oh. Alter, dass hier nochmal so ein G-Mutant auftaucht, das war echt... Ich habe einfach nur ein Auge gesehen und dachte mir, was zum Teufel ist das? Lauf, 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 lauf. Verdammt! Okay. Gott sei Dank, die Tür funktioniert. Feuerleiter runter. Okay. Oh Gott, im Himmel! Nein! Nein, niemals! Ich habe noch zwei Granaten. Ich zögere nicht, sie einzusetzen. Ach, leckt mich doch! Oh Gott, Leute! Ich komm nicht durch! Ihr Sackgesichter! Die lassen mich auf einmal nicht mehr durch! Die Säcke! Och Leute, das kann jetzt nicht wahr sein, oder? Hier, ohne Scheiß. Mittelfinger doppelt. Das war ja jetzt der reinste Bullshit. Die haben mich nicht vorbeigelassen. Das war eine verfaulte Fleischmauer, die gebildet haben. Das war ja jetzt richtig assig. Wäre ich denn da jetzt vorbeigekonnt? Da hätte mir alle Munition der Welt nicht geholfen. So eine Scheiße. Okay, ich bin jetzt wieder hier im Treppenhaus, kurz vor dem Balkon. Hier wieder große Kurve nehmen. Ich weiß Bescheid. So. Ich habe jetzt leider nur noch eine Granate, dafür aber wenigstens noch was zum Heilen. Also, das ist doch immerhin schon mal was. Na super. Jetzt, wo ich einmal direkt zu der Tür laufe, kriege ich direkt eine mit. Das war ja klar. Hätte ich mir denken können. So. Naja, eigentlich ist es ja unnötig, das zu kombinieren, aber trotzdem...
Gott, das war ja sowas von klar. Okay. Jetzt aber bitte. Lass mich vorbei, kapisch? Hallo? Du hast gerade eben neben einer Explosion gestanden. Da, selbst als Zombie sagt man da nicht einfach, oh ja, so eine Fleischwunde. Macht man nicht. Tut man einfach nicht. Lass mich. So, solange der Ivy mich nicht zu packen kriegt, ist mir wurscht. Ich bin jetzt kurz davor, hier durchzukommen. Hau ab. Schön vorbei, 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 vorbei. Ich höre den T wieder hinter mir. Da ist er wieder. Die miese Sau. Shit. Wo gehe ich lang? Wo gehe ich lang? Oh Gott. Verpiss dich. Kurzen Moment. Ich muss gucken, ob meine Aufnahme sicher ist. Ja, ist sie. Bitte lass das hier jetzt das Ende sein. Oh. Ich kriege die Trophäe Gevattertod. Nice. Oh. Wieso bist du zurück? Ich wollte den Sensenmann treffen. Huhuhu. Nett. Eigentlich hätte er mich ja jetzt zurücklassen sollen, laut der einen Konversation. Aber, hey, er ist für uns zurückgekommen. Geil, innerhalb von 10 Minuten durchgerusht. Krass, ey. Ich bin wirklich komplett durchgelaufen. Habe sogar bei den meisten Zombies gar keine Zweitwaffe nutzen müssen. Naja. Aber an einigen Stellen habe ich dann aus Versehen eine genutzt, wo es eigentlich nicht hätte sein müssen, wo ich mich lieber hätte beißen lassen sollen. Naja, egal. Ich bekomme Spielmodus, Zusatzmodus, The Tofu Survivor. Nee, ne? Die haben den Tofu-Modus hier nicht ernsthaft auch noch eingeführt. Das gibt's nicht. Naja, der ist aber nicht wirklich platinrelevant, von daher Figur Hank. Ein neuer Spielmodus wurde den Zusatzmodi im Hauptmenü hinzugefügt. Wie geil ist das denn? Wir kriegen Tofu Survivor. Oh Mann. Ist das dann so ähnlich wie Hank, nur... Guckt euch das an. Ja, es wird so ähnlich wie Hank sein. Guckt euch das an. So ein Wabbelding. Oh Mann. Diese typische Ironie von wegen, ja, Zombies fressen doch nur Menschenfleisch und jetzt ist da so ein Tofu-Klotz, der sich bewegt. Und den wollen sie auch auffressen. Ja. Das ist unfassbar. Oh Mann. Ach kommt. Was war das denn jetzt gerade? Sind das Essstäbchen da rechts? Leute, ein mysteriöser Agent, bekannt für seine Fähigkeit, sich beinahe jeder Situation anzupassen. Er ist so gut wie das Wasser, aus dem er gemacht wurde. Er ist günstig, bringt Resultate, weshalb er in den letzten Jahren in der ganzen Welt eingesetzt wurde. Codename Tofu, ein echter Schambolzen. Ja, genau. Ich mache das jetzt einfach nur aus Jux für euch, als kleinen Bonus. Wenn wir das schon mal freigeschaltet haben, für die Platin ist es nicht relevant, aber ey, warum nicht? What the fuck? Wabbel, 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 ach. Eklig. Nighthawk hier. Bitte komm in Alpha. Alpha, hört ihr mich? Ja, mir mehr. Was? Mann, dachte schon, ihr wurdet komplett ausgelöscht. Hab versucht. Ach du Scheiße. Ja. Diese Musik? Schätze, Gevatter Tod ist nicht unterzukriegen, was? Bin unterwegs. Okay, ja, richtig. Das ist doch nicht... Guckt euch das an, wie soll ich das denn hinkriegen? Kriege ich nur ein Messer oder was? Soll ich jetzt den ganzen Hank-Shit hier komplett... Ist klar. Komm. Ein kleines bisschen Tofu, lecker, lecker. Das ist so lächerlich. Guckt euch das an. Wir sind nur mit Messer bewaffnet. Yamete! Yamete, sagt er. Das heißt, glaube ich, hör auf Japanisch, oder? Das ist unfassbar. Vor allen Dingen noch mit dieser Musik. So komplett unpassend eigentlich. Das ist total lächerlich, aber durch die Musik wirkt es badass. Unfassbar. Ja, an den Tofu-Modus erinnert sich ja auch so ziemlich jeder. Das war auch damals schon ziemlich random, aber dennoch. Wie geil das ist. Mal gucken, wie weit ich mit dem Tofu-Block komme, ja? Wer weiß.
Vielleicht schaffe ich das ja einigermaßen gut. Ich bin immer noch auf gesund und das, obwohl ich schon ein paar Mal gebissen wurde. Ja, das ist überraschend. Wenn wir schon so viele Messer haben, dann kann ich die ja auch mal ordentlich einsetzen. Yamiroi! Hört auf, liebe Zombiehunde! Hört auf, mich anzuknabbeln! Das ist doch mal die richtige Zeit für ein kleines bisschen rassistischen Japano-Humor mit dem L und dem R. Oh Mann. Ich mag die Japaner, aber... ohne Scheiß, ich liebe es. Das seht ihr allein schon daran, wie viel von ihrer Arbeit ich verehre. Ich glaube das einfach nicht. Je mehr Schaden wir kriegen, desto mehr wird dieser Tofu-Block zerbissen. Guckt euch das an. Oh. Unglaublich. Ich krieg die Krise. Und warum hat er einen Polizeihut eigentlich auf? Woher kam das nochmal? Er soll ein Agent sein, hat aber einen Polizeihut. Ja, herzlichen Glückwunsch. Oh Mann. Vielleicht kann ich ja irgendwie dazwischen. Nein, kann ich nicht. Ich fürchte, das wird schwierig, den Viechern zu entkommen, wenn ich die ganze Zeit nur messern kann. Die greifen... Ah, okay. So geht's. Wenn ich sie irgendwie zur Seite drehe, dann scheinen sie nicht mehr nach mir schnappen zu können. Wie viele Messer habe ich noch? Viel zu viele. Na, wisst ihr was? Ich werde jetzt mal das kombinieren. Und das. Was macht das eigentlich noch einmal? Mindert erlittenen Schaden, schützt kurzzeitig vor Gift. Ey, ohne Scheiß, wenn ich das jetzt wirklich als Tofu durchspielen sollte, holy shit. Haha. Trottel. Huch. Bis jetzt läuft's überraschend gut. Hätte ich nicht gedacht. Boah, ey, der wabbelt ja sogar dann rum, wenn er nur dumm stehen bleibt. Ah. Oh Mann, ey. Das ist so einer dieser Momente, wo man merkt, ja, das ist ein japanisches Spiel und man liebt es dafür. Ne, das ist eben so crazy shit, für den man japanische Spiele verehrt. Hilfe! Yamiroi! So, das Problem werden jetzt die Licker sein, oder? An denen komme ich kaum vorbei, ohne denen Schaden zu machen. Also, ohne dass die mir Schaden machen, besser gesagt. Aber hey, ich bin schon einigermaßen weit, oder? Ich würde sagen, yay. Oh, an denen kann man sogar tatsächlich ziemlich gut vorbeilaufen. Muss man gar nicht erschießen, das gute Ding. Jau. Vielleicht auch. Deiner Angriff, der hat gesessen. Folgt sie mir? Wird sie mir noch folgen? Nö, es bleibt da. Gut. Ja, mal gucken, wie weit ich komme als Tofu. Oh, herrlich. So etwas, das würde eben ein amerikanisches Spiel niemals machen und das fehlt dann einem dann immer so ein kleines bisschen. I love it. Ja, bitte. Och ja. Sag mal, wollt ihr mich verarschen? Ey, jetzt habe ich aber instant L1 gedrückt, aber es ging nicht mehr. Konnte ich gar nichts mehr machen. Supi. Danke auch. Ja, ich werde wahrscheinlich sowieso nicht mehr durchkommen. Aber hey, ich bin immerhin bis zur Garage gekommen. Ist doch schon mal was, oder? Oh nein. War es das? Ja. Moment mal, er hat dem Tofu-Ding gerade ein Fleischstück rausgerissen. Es waren weiße Splatter-Effekte, aber trotzdem war es... what the fuck? Der hätte eigentlich schon so ein schönes, saftiges Tofu-Stück rausziehen sollen. Heißt das, tief im Inneren ist der Tofu-Block doch ein Mensch? Okay, alles klar. Und ey, sogar normales Blut scheint Tofu dann zu haben, wenn man tief genug zu ihm durchdringt. Yay. Okay, alles klar. Ah, aber wenigstens haben wir es einmal so ein bisschen durchgezogen, so gut es ging, soweit es ging.
ist ganz spaßig. Oh, vor allen Dingen diese Wabbelmechanik von dem Viech. Ugh, eklig. Okay, supi, Leute. Dann würde ich den Part an dieser Stelle beenden. Und ab dem nächsten Part werden wir uns dann Leon, seinem Speedrun widmen und eben der Trophäe, dass wir weniger als 14.000 Schritte für seinen Durchgang benötigen. Dabei werden wir auch nach Möglichkeit sämtliche Gürteltaschen mitnehmen, die wir brauchen, um eine weitere Trophäe freizuschalten. Dafür müssen wir ja alle Gürteltaschen einsammeln. Und wir müssen auch die restlichen zwei Mr. Raccoons abballern. Das sollte ja eigentlich kein Problem sein, da wir ein paar Waffen mit unendlicher Munition freigeschaltet haben. Selbst wenn die Minigun mit unendlicher Munition mit Leon nicht benutzbar sein sollte, was ich nicht hoffe und bezweifle, selbst für den extremen Fall habe ich ja immer noch zwei weitere unendliche Munitionswaffen und was das angeht, vor allen Dingen, weil wir das Spiel ja auch auf normal spielen müssen, wird das Ganze ein ziemlicher Spaziergang im Vergleich zu dem, was wir bislang hinter uns haben. Denn wir müssen ja auf dem Schwierigkeitsgrad normal spielen, sonst werden uns, wenn wir auf Veteran spielen würden, dann wären wir nicht in der Lage, sämtliche Gürteltaschen einzusammeln für die eine Trophäe. Und wenn wir auf einfach spielen würden, dann wären wir nicht in der Lage, einen S-Rang zu erreichen. Der wird scheinbar nur abnormal vergeben. Beziehungsweise, das steht glaube ich auch so in der Trophäenbeschreibung, dass man einen S-Rang auf normal oder Veteran verdienen muss für die Trophäe. Also, selbst wenn es auf assistiert möglich sein sollte, was ich nicht glaube, man muss es auch von der Trophäenbeschreibung her mindestens auf normal machen. Von daher, aber wie gesagt, das wird ein Spaziergang. Ich freue mich schon richtig drauf. Haha, endlich können wir das Spiel jetzt mal so richtig ganz entspannt angehen, ne? Ohne großartigen Zeitdruck. Ich werde mir im Übrigen natürlich auch das Leon B-Szenario dabei zu Brust nehmen, damit ich die letzten beiden Dokumente dabei auch mit einsammeln kann. Es gibt ja zwei Dokumente, die wir noch mit Leon in seiner B-Kampagne einsammeln müssen. Und zwar die beiden Notizen, die uns Leon auch in Claires B-Kampagne hinterlassen hat, wird jetzt umgekehrt auch genauso sein, dass Claire uns in Leons B-Kampagne die gleichen zwei Notizen hinterlässt. An den gleichen Stellen. Von daher, das wird alles easy, das werdet ihr merken. Den schwersten Teil von der Platin haben wir jetzt schon hinter uns. Und es ist so entspannend, ihr glaubt es gar nicht. Okay, genug gelabert. Ich wünsche euch auf jeden Fall noch einen schönen Tag, ne? Sollte euch das Video gefallen haben, lasst mir gerne einen Daumen nach oben und einen Kommentar da. Habt ihr das schon bei einigen meiner Videos getan? Ist es euch ja vielleicht schon ein Abo wert? Nichtsdestotrotz, danke fürs Einschalten und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.